So, moin moin zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Surreal Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal mit einem neuen Torhüter Video. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch an das erinnern, was ich hier vor gut 2 Monaten rausgebracht habe. Mitte November. Wie man das Torwartproblem umgehen kann und wie ich die Top-Perspektiv-Torhüter in Deutschland und in Österreich so sehe. Ja, mittlerweile kann man sagen, was das Feedback von euch angeht, da hat sich einiges getan. Marvin Schwebe ist die Nummer 1 geworden. Damals bei 13 Euro gewesen. Heute ist der Junge nicht mehr unter 200 zu bekommen. Finn Dahmen, immer noch in meinen Augen eine super Perspektive für Mainz. Allerdings ist da kein Vorbeikommen an Zentner. Der spielt einfach eine überragende Saison. Und ja, wir werden sehen, was mit Dahmen passiert. Allerdings ist der Junge auch nicht mehr 35 Euro wert, sondern auch gut 55 aktuell. Ja, Freddy Rönno hat es auch noch nicht vorbeigeschafft an Andi Lute, ist aktuell aber auch so ungefähr bei 35 Euro zu haben. Und Nico Mantel, ja auch derzeit noch die Nummer 2, aber auch mittlerweile bei so 75 Euro angekommen. Ja, leider hat dieses Video hier erst zum Ende hin, also Anfang Januar, Ende Dezember, die meisten Views bekommen. Da war es natürlich schon für einige zu spät, diese günstigen Preise hier zu bekommen. Deshalb nochmal eine kleine Randbemerkung in eigener Sache. Wir sind hier gerade bei knapp über 350 Abonnenten. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, wenn ihr mehr davon erfahren wollt, wenn ihr auch so schnell wie möglich von meinen neuen Videos erfahren möchtet, dann klickt hier gerne auf Abonnieren. Motiviert mich ungemein. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung. Und zwar habe ich das Gefühl, dass das hier auf den Surreal-Kanälen so ein bisschen zum guten Ton gehört, wenn man irgendwann mal ein Gewinnspiel von Karten raushaut. Und ich würde sagen, wenn wir hier die 500 Abonnenten knacken bei Auge Raiolas, dann werde ich definitiv ein Gewinnspiel raushauen und dann lohnt sich das Abonnieren hier doch doppelt. Genau, aber gut, fangen wir an mit dem heutigen Video und zwar, wie sehe ich die Top-Perspektive für Torhüter in diesem Video, nicht nur in der Bundesliga oder auch in der österreichischen Liga, sondern wirklich für die gesamte Champion Europe Liga. Ich habe mir alle Torhüter angeguckt. Von der Bundesliga über die Serie A, La Liga, als auch Ligue 1 in Frankreich. Also alle Ligen, die bei Surreal in der Champion Europe vertreten sind. Leider muss ich schon mal vorab sagen, dass es viele zweite Torhüter beispielsweise in Italien, in Frankreich, aber auch in Spanien nicht gibt. Das hat mich sehr verwundert, aber die Karten sind halt teilweise noch nicht erhältlich auf Surreal. Das heißt, einige gute Perspektiven sind jetzt einfach nicht dabei, weil es die Karten noch nicht gibt. Dennoch denke ich, kann man wirklich zufrieden sein mit dem, was ich rausgefunden habe. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Okay, fangen wir direkt an mit der größten Perspektive, die ich aktuell bei den zweiten Torhütern so sehe. Und das ist Ruben Blanco Vega. Der Junge ist 26 Jahre alt, 1,88 groß und hat bereits 121 La Liga-Spiele gemacht. Die meisten davon für Celta Vigo oder alle davon für Celta Vigo. 4 Europa League-Spiele stehen auf seinem Konto und da fragt man sich, wie kann das sein, dass dieser gute Mann zweiter Keeper ist? Wir schauen uns mal die Karriere von Ruben Blanco an. Ich habe hier alle Spielzeiten angeklickt. Seine Karriere hat 12 bei Celta Vigo begonnen. Hat immer mal wieder so Spiele gemacht, aber meistens nicht im Kader gestanden. Dann 2014 kam er langsam rein. Hat dann auch hier seine ersten Spiele gemacht. Hat sich dann direkt einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, konnte dann lange nicht spielen, saß dann hier wieder auf der Bank, hin und wieder mal ein Spiel gemacht, dann wieder eine Knieverletzung hier 2016, dann hat er sich wieder rangekämpft, dann kamen muskuläre Probleme dazu, ein paar Spiele gemacht, Knieverletzung, dann hier eine sehr, sehr lange Serie an Spielen, gut 20 Stück gemacht, Achillessehnenprobleme, ohne Einsatz im Kader, Muskelverletzung. Hier wieder eine lange Serie an Spielen gemacht, gut durchgehalten, dann kamen die Knieprobleme zurück, lange durchgehalten und dann kam auch Mitte 2020 wieder ein Sehnenriss dazu, hat ihn lange rausgeworfen, aber als er wieder fit war, ist er zurückgekommen, weitergespielt und jetzt gerade ist der Junge von einem Außenbandriss zurückgekommen. Das hat er sich Anfang 2021 zugezogen und steht seitdem nicht mehr im Kader. Celta Vigo wusste, okay, der Junge wird für einige Monate ausfallen, wir müssen irgendwie agieren, wir müssen was machen. Und dementsprechend hat man sich dann Matthias Di Turo geholt. Der Junge ist
ein Leihspieler von Católica aus Argentinien und hat noch seinen Leihvertrag bis 30.06.2022 laufen. Der gute Mann ist schon 34 Jahre alt und ja, ich gehe mal davon aus, dass Celta Vigo nicht langfristig mit ihm plant, ihn danach auch wieder zu seinem Heimatclub sendet und langfristig mit Ruben Blanco plant. Das ist natürlich deren Nummer 1 Keeper. Wenn er spielt, dann bringt er Top-Leistung. Wir können auch direkt mal reinschauen in seine Scores. Da sind gar nicht so viele vermerkt, aber wenn wir hier sehen, wenn er da ist, dann ja, bringt er recht solide Leistung, ist halt ein Stammkeeper. Hier können wir sehen, Mitte 2020, da war eine gute Zeit für ihn. Also sehr, sehr, sehr solide Punktzahlen, sowas, so wie man es halt erwartet von einem Mittelklasse-Club in der La Liga. Allerdings haben ihn die Verletzungen immer wieder rausgeworfen und deswegen musste Celta Vigo handeln. Nichtsdestotrotz ist das in meinen Augen die wahre Nummer 1 bei dem Club. Und wenn wir uns aktuell die Preise anschauen für ihn, dann sehen wir hier, Stigrand bietet den für 33,92 an. Ich weiß, ich habe gestern erst noch eine Auktion gesehen, die für knapp über 30 Euro, also ich glaube 30,92 Euro geendet ist. Wenn wir uns seinen Preisgraph anschauen im Limited-Bereich, ja, dann sehen wir, dass er zwischenzeitlich mal bei 50 Euro war, jetzt wieder runter bei ungefähr 30, ja, vielleicht so 35 Euro. Zwischen 30 und 35 Euro ist der gute Mann zu haben. Und das für eine eigentliche Nummer 1 ist, finde ich, ein super Preis. 26 Jahre alt, also wenn er mit seinen Verletzungen klarkommen sollte, dann könnten da auf jeden Fall noch 6 weitere gute Spielzeiten im Petto sein. Für mich Ruben Blanco die Nummer 1 in Sachen Perspektivtorhüter. Eigentlich kann man hier von der wahren Nummer 1 sprechen, in meinen Augen. Okay, kommen wir zur Nummer 2. Und zwar Daniel Fuzzato bei der AS Rom. Ja, der gute Mann ist 24 Jahre alt, 1,90 groß, Brasilianer und hat bisher nur einmal in der Coppa Italia gespielt. 5 Spiele in der Serie A gemacht. Das war letzte Saison. Diese Saison wurde er bisher nur in der Conference League rangelassen. Ja, ist jetzt erstmal gar nicht so eine lukrative Ausgangsposition, möchte man meinen. Aber wir schauen mal rein und wir sehen, wen hat denn die AS Rom tatsächlich hier auf der Torwartposition. Also das ist der altbekannte Rui Patricio, der erst von Wolverhampton extra geholt wurde. Bereits 33 Jahre alt, hat, wenn wir hier mal schauen, diese Saison jedes einzelne Spiel gemacht. Also da ist noch keine einzige Corona-Erkrankung dabei gewesen, kein positiver Test und auch noch keine kleinere Verletzung. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass zumindest eines der beiden diese Saison noch kommen wird für den Rui Patricio. Man wünscht sowas natürlich niemandem, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist eben gegeben. Und dann würde die Stunde von Daniel Fuzzato schlagen. Das heißt, ich rechne damit, dass er diese Saison noch so 2-3 Spiele machen könnte. Und ja, wer weiß, wenn er überzeugt und wenn er zeigt, was er drauf hat, dann könnte Daniel Fuzzato eventuell die Nummer 1 bei AS Rom langfristig streitig machen. Klar, Rui Patricio ist ein Legendentorhüter, klasse Mann, aber auch im Hinblick auf sein Alter muss Rom natürlich schauen, wie man sich in Zukunft aufstellt, um da einen 24-Jährigen im Petto zu haben, der schon 2-mal die brasilianische Meisterschaft gewonnen hat. Ist ein guter Backup und man muss dann eben sehen, wann macht man den Transfer, wann bringt man den jüngeren Keeper und baut langfristig auf ihn. Ja, warum ist er noch so lukrativ? Ich habe ihn mir jetzt gerade erst für, ich glaube, 25 Euro im Limited geholt. Wir schauen mal ganz kurz auf die Serie Data Analyse. Ganz kurz, wenn er spielt, dann bringt er auch solide Leistung, also da kann man nicht meckern. Wenn er gebraucht wird, dann ist er auch da. Wir schauen uns mal kurz den Preisgrafen von Fuzzato an und sehen hier halt schon, ja, 28 Euro. Hier ist er für 25,89 Euro heute an mich weitergegangen. Das ist ein sehr guter Preis, wie ich finde, für einen Ersatzkeeper bei einer Mannschaft dieser Klasse. Denn wenn man sich die Punktzahlen anschaut, die normalerweise Keeper beim AS Rom reinholen, dann sind die in einem relativ hohen Bereich. Und ich denke, ja, für 25 Euro die Möglichkeit zu haben, dass Daniel Fuzzato dieses Jahr eventuell noch 2 bis 3 Spiele macht, aber auch langfristig die Nummer 1 bei der AS Rom werden kann, in meinen Augen ein guter Pick
um sich den auf die Bank zu setzen. Ja, wir können noch mal kurz reinschauen. Der weitere Backup, der hier dann noch dabei ist, das ist Pietro Boer. Der ist erst 19 Jahre alt, ist auch gerade erst von der U19 beim AS Rom aufgerückt. Und ja, wenn irgendwas mit Daniel Fuzzato sein sollte, vielleicht auch ein positiver Test und Rui Patricio fällt aus, dann wäre er natürlich der, der nachkommt. Wenn wir uns die Preise bei ihm anschauen, dann sehen wir aktuell, ja gut, vor 2 Monaten war das, ist er für 12,37 weggegangen. Aktuell für den günstigsten Preis, für den er angeboten wird, sind 30,84 €. Ich gehe mal davon aus, dass er für so 20-25 € auch zu haben ist. Und dann hätte man wirklich beide Backup-Keeper bei der AS Rom für insgesamt 50 €. Ich denke mal, das ist ein recht guter Deal. Ich muss leider sagen, ich weiß nicht, warum Soler das macht, aber vor allem bei den Ersatzkeepern gibt es kaum direkte Auktionsangebote. Also, um bei dem Pietro Boer mitzubieten, muss man schon hier in den Bundle-Versteigerungen teilnehmen. Und das ist bei recht vielen italienischen Keepern so. Ich weiß nicht warum, das ist vor allem bei den Ersatzkeepern. Da wird gerne nur in Bundles angeboten und so ist es natürlich schwierig auch für die Manager of Soler, die dann sich am Ende so ein Bundle ziehen und Pietro Boer vielleicht aus dem Bundle haben oder irgendwie den mal gewonnen haben, den am Markt anzubieten, weil der Preis eben ja noch nicht genau definiert ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Chance, wenn man hier einfach mal 20 € Angebot an diesen guten Herrn abgibt, dann kann man natürlich Glück damit haben, weil eben nicht genau sicher ist, wie viel ist der gute Herr denn eigentlich wert. Ab und zu wird hier einfach so ein Preis angezeigt, weil er im Bundle gekauft wurde. Zur gleichen Zeit, nee, 3 Tage her sogar, wird hier aber ein Bundlepreis von 26 € für diese Karte angezeigt. Ein Tag her 44 €. Also es schwankt extrem. Hier sogar am gleichen Tag einen Unterschied von 30 €. Einfach nur, weil ja, der Mittelwert genommen wird von dem Paketpreis. Und dann auf jeden einzelnen Spieler runtergebrochen wird. Ja, aber ich denke mal, für 2 Keeper von der AS Rom, die Backup für Rui Patricio sind für 50 €, da kann man nicht viel verkehrt machen. Also, wer möchte, kann sich den Pietro Boer für noch langfristigere Planung auch noch dazu holen. So, kommen wir zu Ionu Dradu. Der 24-jährige Rumäne bei Inter Milan, 1,88 groß, hat bereits 53 Serie A-Spiele bestritten. Leider diese Saison noch keins für Inter Mailand gemacht, wird aber ziemlich wahrscheinlich heute Abend zwischen den Pfosten stehen. Das erste Mal wohlgemerkt, weil man Handanovic schonen möchte. Bei den Laien zu Parma und zu Genua hat er diese Spiele sammeln können, hatte auch sehr gute Leistung abgeliefert, also definitiv jemand, der in der Serie A spielen kann. Wenn wir schauen, wer bei Inter derzeit im Kasten steht, dann ist das Samir Handanovic, 37 Jahre alt, bereits 21 Spiele gemacht. Heute Abend wird es wahrscheinlich schon direkt der erste Fall sein, dass er nicht spielen wird und dass Ionu Dradu seine erste Chance bekommt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass vor ein paar Tagen Inter gerade erst Onana von Ajax geholt hat und dementsprechend Dradu raus ist. Das habe ich vorhin nochmal bestätigt auf so einer rumänischen Seite. Es ist soweit, Inter hat Ondrej Onana geholt, Ionu Dradu raus. Bei wem kann der rumänische Torhüter jetzt unterschreiben? Das hört sich jetzt erstmal blöd an und man fragt sich, okay, warum sollte ich mir den jetzt holen? Er hat bereits gezeigt, dass er bei Inter Mailand performen kann. Er steht jetzt nochmal zwischen den Pfosten und wer weiß, was in der Rückrunde mit Handanovic passiert. Da ist bisher noch keine einzige Verletzung dabei gewesen, noch kein positiver Test. Das heißt, das könnte alles noch kommen. Das heißt, 2-3 Spiele sollten für Dradu diese Saison auf jeden Fall noch drin sein und er konnte bereits zeigen, dass er in der Serie A standhalten kann. Er konnte bereits bei Parma oder auch bei Genua zwischen den Pfosten stehen über eine komplette Saison. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass er innerhalb der Serie A einen neuen Verein finden kann und dann auch dort im Sommer Stammtorhüter wird. Aktuell ist der Preis von dem guten Mann, ja, hier ist aktuell das günstigste Angebot so bei 70,86 €. Wenn wir mal reinschauen im Limited-Preis, dann ist er vor ein paar Tagen auch für 50 € weggegangen, aber auch mal für 74. Also ich würde sagen, irgendwas dazwischen, so bei 60 € rum, da sollte man den auf jeden Fall die Tage bekommen können. Ja, ist natürlich jetzt niemand, der direkt die Nummer 1 bei Inter übernehmen wird, aber auf jeden Fall jemand, der einen Mittelklasse-Club in der Serie A mal mindestens vertreten könnte und dementsprechend
in meinen Augen auch jemand, der in dieser Top-Perspektiv-Torhüterliste nicht fehlen sollte. Vor allem, wenn man sein Alter betrachtet und seine bisherigen Leistungen und dass er eben von Inter kommt und dementsprechend sehr große Chance hat, ab Sommer bei einem guten italienischen Club zu spielen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Keeper und zwar Mattia Perin von der alten Dame. 1,88 groß, hat bereits 2 Länderspiele gemacht, ein Champions League Spiel und 242 Serie A Spiele im Petto. Das ist einer mit sehr, sehr viel Erfahrung, aber ihr könnt es schon erahnen, wer steht eigentlich bei Juve im Tor. Wojciech Szczęsny, 31 Jahre alt, hat bisher 19 Spiele diese Saison gemacht, 3 davon konnte Mattia Perin abgreifen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch Szczęsny anfällig ist für Verletzungen und Perin hier immer wieder die Möglichkeit haben wird, reinzurutschen. Szczęsny ist ein super Keeper, aber auch nicht unbestritten. Und deswegen könnte es sein, dass hier ein direktes Duell zwischen den beiden entstehen kann. Und wenn Perin reinkommt und gute Leistungen zeigen sollte, dann kann es hier sehr, sehr eng werden, für Szczęsny die Nummer 1 zu behalten. Vor allem auch, wenn man sich die Vergangenheit anschaut von Juve jetzt gerade, die stehen jetzt nicht so top da. Und ja, man hat schon das Gefühl, seitdem Buffon nicht mehr da ist, ist er nicht mehr so hundertprozentig die Sicherheit, die aus der Defensive ausgestrahlt wird. Deshalb Mattia Perin, wenn wir uns anschauen, was er derzeit kostet, dann sehen wir aktuell einen Preis von ungefähr 54 Euro. Der letzte ist für 53 weggegangen. Also für einen zweiten Keeper von Juventus Turin, finde ich heutzutage, muss man einfach sagen, die Preise sind natürlich gestiegen, aber für 50 Euro einen sehr, sehr soliden zweiten Keeper von Juve zu haben, der möglicherweise, wenn man sich auch die Leistung hier anschaut, wir schauen mal in die S05 Scores rein, ja, wenn er spielt, mega stark, also richtig, richtig guter Keeper. Deshalb, es könnte für Szczęsny eng werden, man weiß nie, was passiert. Das ist eine super Perspektive und für 50 Euro eine Sache, die ich in meinen Augen nicht missen wollen würde. Ja, dann kommen wir zum ersten Bundesliga-Keeper und zwar Fabian Bretlow. Ihr kennt ihn alle aus dieser Saison, hat 18 Bundesligaspiele insgesamt gemacht, 12 im DFB-Pokal, 26 in der zweiten Bundesliga, einige in der dritten Liga und ja, 26 Jahre alt, 1,90 groß, allerdings führt aktuell nichts an Florian Müller vorbei. Tatsächlich ist zu Beginn der Saison das ein offener Kampf gewesen, wer die Nummer 1 beim VfB wird. Florian Müller hat es für sich entschieden, ist dann kurz ausgefallen, dann ist Bretlow reingekommen und konnte tatsächlich auch wirklich zeigen, wie wir auch bei den Kickernoten sehen, dass er in der Bundesliga mithalten kann. Und ja, als 26-jähriger Keeper, der jetzt in dieser Saison erfahren hat, dass er eigentlich ganz gut in der Bundesliga den Kasten sauber halten könnte, der wird definitiv den Kampf mit Florian Müller weiterführen und auch annehmen. Und wer weiß, ob er für sich entscheidet, wenn er dieses Jahr zu keinem Spiel mehr kommen sollte, ob er nicht vielleicht zu einem anderen Verein wechselt, möglicherweise in der Challenger Europe League oder auch irgendwo in der Bundesliga. Ein VfL Bochum fällt mir da jetzt ein, die 2 sehr alte Keeper haben, vielleicht kommt man da auf einen Nenner und er wechselt innerhalb der Bundesliga und wird erster Keeper. Warum ich ihn vor allem reingenommen habe, ist einfach, wenn wir uns die Preise anschauen. Also hier sehen wir schon direkt, hier sind Angebote für unter 20 Euro für Fabian Bretlow. Ich denke mal, wenn man da in die Verhandlungen geht, wir schauen mal kurz. Okay, wenn er spielt, auch ja, ganz solide, kann man nicht viel zu sagen. Wir gucken mal kurz in den Limitpreis rein und sehen, der Preis sinkt halt enorm gerade. Zwischenzeitlich für 6 Euro weggegangen. Jetzt gerade günstigster Preis bei 17,90 Euro. War irgendwann mal hier bei 150 Euro, auch mal bei deutlich mehr. Aber ich denke, für gut 15 Euro einen Keeper, der zeigen konnte, dass er Bundesliga reif ist, in einem sehr guten Alter, ist auf jeden Fall ein Transfer, den man tätigen könnte. Okay, auf der Torhüterposition habe ich dann noch aus der Bundesliga einen Andreas Linde. Die Sache mit einer Empfehlung für Greuther Fürth auszusprechen bei den Spielern ist immer ein bisschen schwierig, denn man weiß nie, wo Fürth am Ende der Saison stehen wird. Es sieht sehr danach aus, als würde es Richtung zweite Liga gehen. Dennoch sind sie tätig geworden und haben sich einen erfahrenen Mann von Molde geholt. Ihr habt es ja wahrscheinlich alle mitbekommen, bei Fürth sah es sehr, 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 sehr schwach aus, die Saison im Tor.
Der Junge hat 10 Europa-League-Spiele, einige Quali-Spiele und auch schon ein Länderspiel bestritten. Ist 28 Jahre alt, 1,96 groß, Stammkeeper bei Molde gewesen und ist jetzt rübergerutscht zu Greuther Fürth. Liga Insider hat bereits gesagt, Linde wohl spätestens nach der Pause Nummer 1, und mit der Pause meinen sie dann halt Ende Januar. Also könnte sehr, sehr bald sein, dass es hier wieder einen Torwartwechsel gibt, diesmal den dritten. Funk hat ja leider überhaupt nicht überzeugen können und auch Burchardt ist nicht der beste Mann zwischen den Pfosten. Allerdings ist das Problem mit Andreas Linde, dass es noch keine Karte bei Sorare gibt. Das heißt, wir können hier noch gar nichts kaufen. Was ich aber vielleicht machen würde an eurer Stelle, hier einfach mal einen Follow ransetzen. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es Karten von diesem Spieler gibt und könnt dann direkt einer der Ersten sein, der sich da eine ergattert. Also sehr wahrscheinlich, dass Andreas Linde noch diese Saison die Nummer 1 bei Greuther führt wird. Ja, wenn dann aber die Karten nicht freigeschaltet sein sollten von der zweiten Liga und Greuther führt runtergeht, wäre es natürlich sehr, sehr schade um die Ausgaben bzw. die Position. Okay, und dann habe ich jetzt einfach nochmal kurz zwei Spieler hier, die ich noch ganz kurz am Rande erwähnen möchte. Frederik Grönno, immer noch in meinen Augen einer, der bei Union das Zeug hätte, die Nummer 1 zu werden. Wir können hier nochmal kurz auf seine Stats schauen. 8 Länderspiele gemacht, Euroleague-Spiele, Quali-Spiele, DFB-Pokalspiele, Bundesliga-Spiele. War schon bei 2 sehr starken Mannschaften in der Bundesliga. 1,90 groß, 29 Jahre alt, also bringt auch schon was an Erfahrung mit. Allerdings wissen wir hier, Andreas Lute auch eine sehr, sehr starke Saison. 34 Jahre alt, alle Spiele bisher gemacht. Man wünscht es ihm nicht, ich kann es nur wiederholen, aber es ist ein positiver Test oder auch eine Verletzung noch möglich. Deshalb könnte es sein, dass auch Renault diese Saison noch 2-3 Spiele mitnimmt. Dementsprechend wollte ich ihn einfach hier auch nochmal in meiner Torhüterliste dabei haben. Und dann haben wir noch Josep Martinez, der ja dieses Jahr auch schon, diese Saison auch schon einmal spielen konnte. Wenn wir kurz auf die Bank schauen, Gulaschi, klar, die Nummer 1. Einmal durfte Martinez spielen, hat nicht wirklich überzeugt, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch RB, sobald es wieder laufen sollte, langfristig auch darüber nachdenken könnte, wie sie mit der Torhüterposition verfahren möchten und ob sie sich nicht eine jüngere Alternative zwischen die Pfosten stellt und dann langfristig mit dieser plant. Deshalb in meinen Augen Martinez auch noch jemand, der hier in die Liste mit reingehört. Okay, das war es jetzt mit der kompletten Analyse der Champions Europe League auf Sorare, was die Torhüterposition angeht und natürlich alle Torhüter, die irgendwie zu haben sind auf Sorare. Sonst hätten es vielleicht noch der ein oder andere geschafft. Aber soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und abonniert den Kanal. Schaffen wir 500 Abos, dann haue ich ein Gewinnspiel raus. Und ja, dann habt ihr die Chance, eine Karte zu gewinnen. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.